Einen wunderschönen guten Tag zu dem letzten Tag von unserem Mindclone-Special. Ab übermorgen, also ab Montag, geht es dann wieder mit dem Creator-Server Let's Play weiter. Heißt also jetzt nochmal Endspurt, die letzten vier Folgen quasi. Genau. So. Let's go. Und dann würde man sagen, let's go. Doch, alles richtig. Alles korrekt. Sehr schön. Jutschen. Wir waren gerade beim Keller, glaube ich. Ja, klar. Genau. Genau, wir hatten mit dem Keller angefangen. Oder waren wir schon fertig? Doch, mit den Wänden waren wir fertig. Mit dem Boden soweit, glaube ich, auch. Mal gucken. Glaube ja. Wunderschönen guten Morgen, meine ganzen Flusstiere. Ach Gott, ey, was macht ihr da draußen alle mal? Jetzt wisst ihr, warum ich auf meinen ganzen Servern die Spawnrate zu niedrig habe. Weil das und das. Und zwar immer. Weißt du, die haben so schön viele Grünflächen und wo rennen sie hin? Ins Wasser. Danke dafür. So, but first, let me take a selfie. Hier hatten wir ja alles. Oh, guck mal, hier ist sogar noch was drin. So, ansonsten Lager war fertig, genau. Wir können auch mal kurz das Feld bestellen. Da hinten läuft ein Zombie rum. Oder schwimmt ein Zombie rum. Deren Intelligenz entspricht ja auch der von einem Aldi-Toaster. Wobei das für alle Tiere gilt. Oder besser gesagt für alle Mobs. Ich bin sowieso gespannt, wie gesagt, Maites ist ja gerade dabei, ein bisschen so in Umbruchstimmung, gerade so was solche Sachen wie Pathfinding und so angeht, da wird ja gerade viel gemacht. Bin immer gespannt, wie so das Pathfinding, also damit auch die Intelligenz der Tiere quasi, so in naher Zukunft ist. Bin ich schon ein bisschen gespannt drauf. Ob wir da ein bisschen intelligenter sind. Vor allem soll halt das behoben werden, dass, ne, ich meine, jeder, der schon mal Server betrieben hat, kennt das Problem, oder jeder, der privat spielt und sich da mal ab und zu mal die Look-Datei durchguckt, kennt das Problem auch, dass da andauernd diese Meldung kommt mit Fail to Update Path. Oder irgendwie, also, das halt quasi, ne, keine Ahnung, wie es gibt, wie der genaue Wortlaut der Meldung ist, aber halt so in dem Sinne, Fail to Update Path und ja, dass die Tiere quasi ihren Weg nicht finden. Vor allem schön immer, wenn du unten, wenn das hier eine Höhle ist, da drin ist ein Monster und du stehst hier draußen und das Monster versucht durch die Wand zu kommen, dann hagelt es im Log halt immer direkt diese milde Fehlermeldungen. Habe ich zum Beispiel sehr oft, wenn bei meinem Server Spieler in der Nähe von irgendwelchen Dungeons sind, ne, in den Dungeons spawnen immer Monster, also die Spawner drinne, und ja, die versuchen dann halt zum Spieler zu gehen, kommen da aber nicht hin und dann spammt das Ding mein Log mal voll. Ja. Nicht so schön, aber ganz ehrlich. Jetzt auch nicht so wild. Aber es fällt halt schon auf. So. Die Frage ist unten. Was machen wir jetzt hier unten hin? Machen wir jetzt hier normale Kisten hin oder machen wir jetzt sogar Dwarver hin? Da bin ich mir offen gesagt noch nicht ganz so sicher, weil eigentlich anbieten, ne, also eigentlich drin haben wollte ich Kisten. Aber Dwarver bieten sich halt auch an. Und ich bin sogar so ein bisschen, können wir mal so eine Hybridlösung machen. Dass wir quasi hier unten, ne, unten quasi so Kramkisten, so, ja, Ramschkisten, wie auch immer man das nennen möchte, hinstellt. Und dann oben quasi als Regal den Dwarver hängen. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Die Sache ist, wie viele Sachen brauchen wir überhaupt? Also 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann passiert aber keine Lücke hin. Ich kann natürlich sagen, ich kann natürlich sagen, dass die immer zusammenstehen. Also 1, 2, 3, 4. Dann hier die Ecke ist natürlich dann frei. 1, 2, 3, 4. Und dann 1, 2, 3, 4. Das könnte man natürlich auch machen. Wenn ich hier in der Mitte immer ein bisschen mehr Platz, wo man das zum Beispiel noch eine Werkbank oder sowas hinstellen kann. Gucken wir auf jeden Fall. Brauchen wir mindestens immer 4. Das Ganze dann halt 6 Mal. Also 24 Kisten und 24 Dwarve. Das ist doch schon mal eine Aussage. Damit kann man doch schon mal arbeiten. So, Holz. Holz hatten wir letztens eine ganze Menge hier. Achso, nee, ist Eichenholz. Eichenholz will ich dafür nicht verschwinden, sondern hier unser schönes Dschungelholz. Genau. Das heißt. Ach, ich bin ja auch dumm. Eben, wir hatten das ganze Holz ja gleich angebrannt. Okay, das heißt, wieder unser obligatorisches Baumfällen. Es geht schon wieder los, quasi. Ja, ja, Holz, ne? Holz ist halt eines der wichtigsten Sachen, die man halt immer zum Bauen braucht. Holz und Cobblestone. Von daher, würde ich mal sagen. Siehst du, der ist jetzt größer, oder? Spring einfach nur. Doch, der ist größer. Ja, das, siehst du, das ist jetzt, diesmal so ein großer Baum. Genau so hatte ich halt gehofft von Anfang an, oder? Nee. Spring jetzt komplett, ist er nicht größer, ist genauso groß. Oh, ich weiß doch auch nicht. Leck mir doch alle die. Hier bitte jugendfreies Wort einfügen. Oder sieht einfach nur größer aus, weil die Äste weiter oben sind. Egal, dafür verlasse ich den Baum da mal. Ich mache es lieber anders. Ich pflanze mir halt irgendwo nochmal einen neuen Baum. Wobei, da haben wir noch mehr Schatten. Ich weiß sowieso nicht, woher das Schattenproblem kommt. Weil sonst habe ich das nicht bei meinen Servern. Das ist jetzt nur bei dem Server hier. Und auch nur bei dem Baum hier. Das ist ja auch der einzige Mammutbaum, den ich habe. Ja, ich weiß da nicht. Habe ich irgendwie Bonemehl oder sowas, damit ich hier einfach mal, ne, mal ein bisschen, ne, wisst ihr schon? Haben wir Knochen oder so? Nee, wir haben einfach mal gar nichts. Weder haben wir Knochen, noch haben wir Bonemehl als solches. Das ist natürlich äußerst tragisch. Gut, wir könnten hier raus ein bisschen was machen. Das Witzige ist ja, man kann Bone quasi farmen. Dank der Bone Mod kann man quasi sich einfach beliebig oft umbringen und dann hat man ganz viel davon. Aber die Mod ist hier gar nicht drauf, wo man daraus das machen kann. Das merke ich gerade. Lol. Bone. Gib mir a bone. Ja, nee, gibt's gar nicht. Nee. Weiß ich. Achso. Färbemittel, klar. Ja gut, dann haben sie das doch schon erledigt dann. Geht das gar nicht. Schöne Scheiße. Gut, dann müssen wir halt doch den Baum hier vorne fällen. Weil jetzt einen Baum pflanzen und warten, bis ein großer Mammutbaum wächst, der dauert immer ewig. Von daher würde ich einfach mal sagen, scheiß drauf. Der muss weg. So, ist natürlich. Oh, das. Hä? Der ist tiefer gewachsen. Lol, sowas geht auch. Interessant. Finde ich jetzt witzig. Nö, die bleiben wir so direkt. So, das genau, das Gebäude war fertig. Ja, hier mit dem Hohldach, das ist natürlich. Da müsste ich erstmal zwei dick machen, weil es sieht da echt ein bisschen komisch aus. Ich weiß ja nicht. Das wirkt halt wirklich so extrem, ne? So wie als wenn er, ne? Also, das ist ein bisschen komisch halt. Dann müsste ich das hier nochmal zwei dick machen. Also quasi hier ein Vollblock. Da ein Slab und da wo der Baumstamm ist, ein oberer Slab. Dann hier wieder ein Vollblock. Da wieder zwei Slabs. Da wieder ein Vollblock. Aber dann passt es natürlich hier mit diesen Stäben nicht mehr. Mit diesen Querbalken nicht mehr. Das heißt, ich müsste dann das Dach komplett um eins. Ja, stimmt, ich kann es auch nach oben erweitern. Fällt mir gerade mal so ein.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Was? Oh, du bist ein Hurensohn. Oh, ich hab Taler bekommen. Yay! Das heißt, wie viel haben wir denn? Kann ich darauf? Ja, ich kann drauf. Wir haben noch. Dschungelholz haben wir noch drin. Ja, ich kann von dem Baum wegrennen. A, weil ich meine aktive Entfernung hochgesetzt habe. Und B, verschwindet der nicht gleich sofort, sondern dauert ja ein bisschen, bis der in den inaktiven Bereich fällt quasi. Also, bis der Bereich als inaktiv gekennzeichnet wird. Und diese Wood-Cutting-Mode an sich hat sowieso eine Range von 80 Blöcken. Von daher ist das auch kein Problem. So. Ist aber schon fast fertig, ne? Ja. So, dann sind wir mal hier da. So, eine neue Baum wachsen. So, Dankeschön. So. Das Dach hier sieht absolut scheußlich aus und wird jetzt mal repariert. Scheiße, ich brauche eine Werkbank. Wie viel Holz braucht ihr denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mal 1, 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
So, hier ist sogar schon der nächste Baum gewachsen und auch wieder so einer, der weiter unten ist. Ich hack einfach mal hier unten das Ding ab und dann lassen wir den Baum einfach mal so. Weil wie gesagt, durch den unteren Ast hier wirkt das Ding halt so extrem nah, so extrem klein. Ist also vielleicht einfach nur eine optische Täuschung. Und so sieht das schon wieder ganz anders aus. Okay, lass mal so. Jutschen, wie viel Holz haben wir jetzt? Wir brauchen 24 Kisten plus 24 Dwarver. Bei diesen Dwarvern würde ich aber... Ach, da brauchen wir eine ganze Menge Holz. Scheiße. Weil die Dwarver würde ich schon gerne als Vierer-Dwarver machen. Und da brauchen wir also auch nochmal jeweils 4 Kisten für. Das heißt, wir brauchen pro Stellfläche, also pro Kiste, ne, brauchen wir 5 Kisten. Einmal für die Kiste unten und einmal 4 für den Dwarver oben. Das heißt, aus den 24 Kisten werden einfach mal 120 Kisten. Ja. Plus das Holz, das wir dann noch als ne, die Dwarver brauchen ein bisschen Füllmaterial da. Aber ich brauche mindestens 120 Kisten erstmal als Grundlage. Das heißt, wir fackeln gar nicht lange, machen uns jetzt doch nochmal eine Axt und dann ist die erste Folge also erstmal komplett Holzfarming. Anders kommen wir nicht zu Potten. Die Wolken gehen auch schon, die Sonne geht auch schon unter. So, oder. Oh, machen wir gleich mal ein paar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Keine Schaden. Jetzt brauchen wir doch etwas öfters. So. Und so. Und so. Genau. Gleich mal hier auslagern. Na, die Kiste hier vorne. Die Kiste hier vorne ist ja schon voll. Da können wir nichts mehr. Doch, ein Platz ist noch frei. Was packe ich da rein? Dich. Ja, dann ist die Kiste voll. Easy. Haben wir noch Rotten Flash irgendwie? Irgend so eine Gammelkacke. Ja, haben wir hier. Unten noch. Massig. Jetzt haben wir noch 2 Stacks. Halleluja. Jo. Dann würde ich mal sagen: Du kommst weg. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Dann würde ich mal sagen, gehen wir schlafen. Gehen wir mal pennen. War auch wieder ein anstrengender Tag. Wir haben den ganzen Baum gefällt. Gute Nacht. Gute Nacht. Och nö. Scheiß Monster, ich hasse euch. Trab an, Mädel. Boah. Warum Creeper? Ich fick deinen Creeper. Oh, jetzt aber. Scheiß Monster, Alter. Ja, oh, ein wunderschöner, sonniger Tag. Apropos sonnig, ey. Ist irgendwie kaum Wetter. Also wir hatten einmal Regen gehabt, aber das war's. Irgendwie echt ein bisschen, ne? Also ich würde schon fast sagen, dass das lame ist, ne? Also, hätte ich jetzt echt doch mehr erwartet, ne? Oh. Penis. Ja, ich sag deswegen so oft Penis, um zu kompensieren, dass ich selber keine habe. Ein Lama. Ein lahmes Lama. So, rechnen wir mal durch. Also, wir brauchen 120 Kisten. Und dazu brauchen wir dann noch bei den Dwarven, ja, wie gesagt, ein bisschen Füllmaterial. Das Füllmaterial entspricht dann auch nochmal 5 Holz. Das heißt, wir brauchen 5 Kisten. Das 120 Kisten. 120 mal 8 wiederum ist 960. Also 960 Holz. Als Grundbasis, ne? Plus 24 mal 5 Holz, also 960, Schnauze, plus nochmal 120, sind 1080? Nein, jetzt habe ich gerade falsch gerechnet.
Also 960. Meine Stimme heute ist schon wieder. 960 plus 120. Doch, sind 1080. 1080p. Lol, Full HD. Mach schneller. Das heißt, wir brauchen 1080 durch 4. Da kommen wir denn so gut und gerne bei 270 raus. Eieieiei, 270. Das ist aber auch schon eine schöne Menge. 270 Holzblöcke brauchen wir also. Da haben wir jetzt ungefähr so 100. Dann haben wir nochmal ein Stack von, naja, ich sag nochmal, 460er Stack haben wir nochmal drin. Das heißt, wir brauchen, wir müssen noch mindestens einen großen Baum fällen. Da haben wir zwar wahrscheinlich definitiv zu viel, aber dafür haben wir mindestens gleich mal Holz für die Zukunft. Hier ist jetzt ein so kleiner Schattenstrich. Da ist da drüber gar nichts. Was ist denn da los, sag mal? Zimmerprivileg oder sowas habe ich nicht, ne? Ja klar, ich schreibe jetzt eine komplette Kacke. Ne, das hätte ich mal hier kurz, also Serverprivileg hätte ich sowieso nicht gehabt, aber den Briefprivileg hätte ich mir kurz den Serverprivileg geben können, dann hätte ich hier mal kurz Fixlight machen können, aber so ist das natürlich nicht möglich. Warum ist das so? Ich meine, so groß ist der Baum noch nicht, dass es irgendwie die Engine da, oh, schon fertig, die Engine da in die Knie zwingen kann. Verstehe ich nicht. Ich meine, wenn der Baum beim Erstellen Fehler verursacht, okay, weil ich weiß nicht, wie das generiert wird, weil normalerweise ist es halt so, wenn man einen Block setzt, kommt immer diese On-Place-Funktion oder der On-Place-Callback, wie man das ja so schön gerne nennt. Das heißt, dabei wird normalerweise bei jedem Block setzen der Schatten aktualisiert. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn der Baum erstellt wird, er dieses On-Place-Callback bei jedem Block umgeht und damit auch den Schatten nicht aktualisiert. Aber das Problem ist ja, der Schatten entsteht ja, wenn der Baum wächst. Nur wenn der Baum weggeht, geht der Schatten nicht mehr weg. Und beim Abbauen, ne, also hier das Abbauen durch die Axt, das ist ja ein ganz normales Klickety-Klicken. Deswegen können ja auch solche Sachen passieren, wie das zum Beispiel, weil mit diesen On-Dig, nein, ich, also DIG geschrieben, nicht, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn man also einen Block abbaut, der Callback, der da aufgerufen wird, ist ja zum Beispiel der, der auch guckt, ob das Ding überhaupt protected ist, also ob man es überhaupt abbauen kann. Und das scheint ja zu funktionieren. Nur das mit dem Schatten funktioniert nicht. Also irgendwie ein bisschen seltsam. Weil wir könnten uns das auch einfach mal auf gut Glück einfach mal hochbauen und dann wieder runterbauen und updaten wieder um quasi die gesamten Bereiche auch. Das wäre eine Möglichkeit. Wisst ihr was, bevor ich da ganz lange rumlabere, mach das dann jetzt noch einfach mal gucken, ob es funktioniert. So, hier ist ein Schatten und wo ist noch ein Schatten? Jetzt ist hier kein Schatten mehr. Gut, ich baue mich einfach mal hier hoch. Die Frage ist, wie hoch eigentlich? Das denke ich so, wow. Das denke ich schon reichen. Mir fällt gerade auf, ist man mit der Hand schneller? Keine Ahnung. Wow, hat er genau gereicht. Ich hatte das immer noch da. Ja gut. Da ist dann also wirklich nur noch fix light. Okay. Soll es auch nicht weiter kümmern? Ist halt so. Jetzt haben wir doch nur eine einzige Axt gebraucht. Das ist ja wieder. Ist ja wieder typisch hier. Scheiße, ey. So, jetzt sollten wir definitiv genug Holz haben. Das heißt, zuallererst. Zuallererst. Brauchen wir hier ein bisschen Platz. Das heißt, du kommst da rein, du kommst da rein. So, und jetzt brauchen wir das ganze Holz zurück.
Und da brauchen wir mal Kisten. So, wir brauchen zuallererst 960 Holz. So, 960 kriegen wir auf keinen Fall hier unter bei uns im Inventar. Ah gut, machen wir stückeweise. Ist ja auch nicht weiter schlimm. So, das heißt, du komplett. Du komplett. Achso, halt, was machen wir denn da? Du komplett. Du komplett. Du komplett und du zurück, sonst habe ich keinen Platz mehr. Obwohl auch eins hätte ich noch, egal. So, 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 so. So, so, so. Genau, jetzt kommst du raus und du kommst noch da. Jetzt habe ich 64 Kisten. Sehr schön. Also die Hälfte an Kisten haben wir schon mal. So, das heißt jetzt nochmal, ich brauche wieder 8 Stacks. Ein Stack. Du kommst mal irgendwo hin, wo du mich störst. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 Ach komm. Ich wollte den hier gleich, aber ist ja Schwachsinn. So, Rinder mit euch. Jetzt brauche ich aber nicht mehr 164, sondern nur noch 56 Kisten. So, jetzt haben wir genau 120 Kisten. Das passt. Jetzt kommt ihr einmal so. Da rein. Bum. 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 Ach, man bekommt dann immer. Oh Gott, man bekommt immer 4. Alter, dass ich das immer wieder vergesse. Und ich dachte halt, weil da halt 4 so eine Schubfächer dran sind, dass quasi ein einziger Dwarver schon 4 Dinger kostet. Aber die 4 teilen sich dann ja quasi den gesamten Lagerplatz. Von daher, ja gut, dann, ja, das war ja jetzt wieder Elite können der Extraklasse. Tja, das heißt, wir haben einen ganzen Stack Truhen. Als Filmmaterial. Easy! Oh Gott, Alter, wie kann denn sowas noch immer wieder passieren? Ey? Oh, dass ich daraus nie lerne. Ist mir schon öfters passiert. Egal. Stört kein. So. Kisten. So, 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 so. So, 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 so. Na, 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 na. Na, 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 na. Okay, so und jetzt kommen wir genau auf der Höhe, wo die Fackeln sind. Das heißt, die Fackeln kommen eins weiter hoch oder eins weiter runter. Die Fackeln kommen am besten hier so in die Mitte. Könnte das jetzt eine Seite ganz schön dunkel werden? Das heißt, ich muss hier bei den Seiten auch noch irgendwie Fackeln hinsetzen. Manchmal ein bisschen hier oben so als indirekte Beleuchtung. So. Ja, das war falsch. So. Okay. Und jetzt kommen diese wunderschönen Dwarver. Eigentlich könnte ich hier in die Ecken als Lückenfüller noch so eine Werkbänke hinsetzen. Einfach als Lückenfüller, ne? Jetzt ohne Zweck oder Sinn oder sonst die Tür offen. Sondern einfach wirklich nur als rein dekoratives Material. So, genau, Dwarf brauchen wir auch. Und dann geht's wieder runter. Das heißt, du kommst noch da, 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 und du kommst noch da, und du kommst noch da. Perfekt. So, und jetzt bam 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 da 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 da
Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Okay, ist gut jetzt. Ja, wunderschön, das war geil. Genau so habe ich gedacht, ne? So Hängeschränke oder Einhängeschränke oder wie die Dinge auch immer heißen. Und unten ganz normale Kisten zum Hinstellen. Es ist doch genau geil. Easy. Ja, jetzt kann man nämlich anfangen, hier zum Beispiel unser ganzes scheiß Fleisch reinzu. Kann sein, dass Maitun in letzter Zeit voll verpackt ist? Ist mir schon beim Pferd aufgefallen, als wir dem Pferd mit den Äpfeln gefüttert haben. Da habe ich quasi immer, wenn ich mit Rechtsklick geklickt habe, immer quasi zwei Klicks ausgeführt. Einmal für mich selber zum Apfel essen und einmal zum Pferd füttern. Oder war der Fehler schon immer da und ich habe es nur nicht gemerkt, weil ich normalerweise immer mit vollem Magen das benutze. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. So, was machen wir? Gleich mal hier die ganzen Saplings rein. So, Essen würde ich halt alles gerne hier reinmachen. Gut, also hier ist erstmal Gammelkammer. Halt also eins daneben. Dann räumen wir jetzt mal direkt schön hier unsere ganzen Kisten aus. Ja, die Platten kann man leider nicht stacken. Ich glaube, das gilt auch für Dwarver. So, das Geld nehmen wir gleich mal raus. Hier unser schön gebackenes Fleisch nehmen wir gleich mal raus. Hat er nicht vier verschiedene Fleischsorten? War mir so. Ne, scheinbar nicht. So. Das Eisen nehmen wir mit raus. Alles, was man schön stacken kann, ne? Die ganzen Kekse. Ja, Rose kommen wir Pfeffer jetzt mal unten rein. So, ich schätze mal, das hier wird nichts. Ne, kann man nicht einsortieren. Na gut. Dann halt erstmal nicht. Ab nach oben, ab nach oben. Genau. Ein bisschen Eisen. Da kommen auch die Taler rein. Und das Gold, was wir gar nicht dabei haben. Na gut. So. Hier kommt so Rohmaterial rein. Also das zum Beispiel, die ganzen Kisten, die Dinger, das hier alles. Wobei hier Rohholz reinkommt mit den Brettern und alles andere kommt hier daneben. Und hier kommt dann nämlich normales Holz, also normale Holzstämme und die normalen Holzplatten. So, Fleisch kommt hier mit ins Fleischregal. Wisst ihr was? Ich mache mal das hier nochmal raus. Pack das dann hier hin. Genau. Und hier kommt nämlich jetzt das Fleisch hin. Und zwar einmal gebratenes Fleisch, also zubereitetes Fleisch. Hier kommen so Mehlprodukte hin, also Weizen und Brot und die ganze Kacke Döns. Und hier kommt dann nämlich das rohe Fleisch rein. Haben wir dafür schon was dabei? Haben wir nicht. Na gut. So. Kohle und so mache ich auch hier mit hin. So. Das Zeug, das Zeug und das Zeug und das Zeug. Sehr schön. Gut, würde sagen, retten wir auch in nächste Folge. Ja, sehr schön. Keller soweit fertig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bis dann.